Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. In diesem Video möchte ich dir meine gesund durch Rohkost Kongress Erfahrungen von Marc Weiland teilen, beziehungsweise gesünder Leben Kongress. Ich möchte einfach mal meine Meinung teilen, sodass du einen besseren Eindruck hast über diesen Kongress. Du findest wie immer den Link zum aktuellen Angebot in der Videobeschreibung. Und um was geht es hier überhaupt im gesünder Leben Kongress, beziehungsweise den gesund durch Rohkost Kongress von der Gesundheitsakademie, lernt man nach eigenen Angaben die besten Strategien und Methoden für ein gesünderes Leben und wie man eine effektive und natürliche Entgiftung hat. Enthalten ist hier unter anderem der Kongressguide, den wir gleich noch näher anschauen werden, und über 55 Experteninterviews. Und du kannst ja bereits schon erkennen, ich befinde mich hier im Mitgliederbereich und schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Also es geht hier los mit dem Bereich Detox, Reinigung und Entgiftung. Hier spricht Florian Sauer über Leber- und Gallenblasenreinigung nach Veronika Sauer. Dann geht es hier rechts weiter mit dreidimensional Entgiften für Körper, Geist und Seele. Dann geht es um Cassia Fistula, der indische Goldregen. Und ich will jetzt hier gar nicht alles vorlesen. Ich gehe hier einfach mal langsam runter bis zum nächsten Themenbereich. Und hier geht es weiter mit Alternativen, Heilmethoden. Hier spricht unter anderem Dr. Brian Clement, das fand ich sehr interessant. Er spricht über die grünen Parasiten, Saftkur. Gehen wir mal weiter runter. Also du siehst, es geht hier um mehrere Themen. Es geht um Schmerzen lindern mit Rohkost, es geht um Diabetes, es geht um gesunde Zähne, es geht um Sehtraining, es geht um Langzeitbäder. Und hier unten geht es weiter mit dem Punkt Ratgeber. Hier spricht Manfred Brühr, alt werden, gesund bleiben. Wenn wir hier noch weiter runtergehen, geht es dann im vierten Modul um Ernährungsumstellung. Hier spricht Stefan Kutter unter anderem. Hier weiter unten geht es um Motivation für eine gesunde Ernährung. Dann geht es weiter mit nährstoffreiche Superfoods. Und ja, es geht noch um Ernährung und Familie. Es geht um seelische und psychosoziale Aspekte des Essens. Und es gibt sogar noch ein Modul mit Zubereitung und Rezepte. Hier lernt man unter anderem den Tortenrausch, eine Zubereitung einer Orangen-Kokostorte. Oder es geht auch um rohköstliches Thai-Curry und vieles mehr. Also wie du siehst, es ist schon sehr inhaltsreich. Ich lasse dich jetzt hier auch mal in ein Video reinschnuppern. Das hat mich persönlich interessiert. Das ist von Dr. Brian Clement, die grüne Parasiten-Saftkur. Einfach damit du mal ein Gefühl bekommst, wie die Qualität der Videos sind. Ich klicke hier mal direkt auf Play. Vortrag. Es kann sein, dass die Inhalte wirklich jetzt hier auch wieder so hoch gehen, dass da ein bisschen überzogen werden kann. Also hier keine Eile, ihr müsst da nicht flüchten. Ihr könnt gerne dann auch noch Fragen stellen, das ist ganz interessant. Ob die Messeaussteller jetzt dann bis zum Schluss warten, weiß ich nicht ganz genau, aber ich denke, sie werden alle so bis 19 Uhr noch da sein, also müssen wir es vom Zeitfenster her schaffen, dass wir möchten. Okay, so viel mal zu dem Video. Lass uns nochmal übergehen, zuletzt in den Kongressguide. Hier siehst du das Deckblatt, gesünder Leben Kongress, nimm deine Gesundheit selbst in die Hand, Kongressguide 2018, könnte eigentlich auch 2020 dort stehen. Dann hier weiter unten finden wir das Inhaltsverzeichnis und das Coole an dem Inhaltsverzeichnis ist, man kann das Ganze einfach anklicken und man kommt sofort zu der Stelle. Und das Ganze hier hat 178 Seiten. Das ist schon mehr als viele E-Books in diesem Bereich haben. Um vielleicht nochmal auf das Video zu sprechen kommen, was wir uns gerade angeschaut haben. Warum hat mir das so gefallen? Also mir hat gefallen, dass Dr. Brian Clement selbst kaum etwas isst. Also dass er diese Lebenseinstellung einfach hat. Er geht in dem Video unter anderem darauf ein, wie wichtig Sprossen für uns sind, dass die, ich glaube, 30 mal vitaminreicher sind als normales Gemüse. Also das hat mich hier von ihm sehr inspiriert. Also hier sind auch echt viele Dinge, die ich dir natürlich jetzt nicht alles sagen kann. Aber du kannst hier definitiv viel rausziehen. Meiner Meinung nach ist es definitiv eine sinnvolle Investition für alle, die sich da mehr informieren möchten und nicht nur irgendwelche Halbwahrheiten erfahren möchten, die so im Netz kursieren. Und da, wenn dich die Themenbereiche interessieren, du hast selbst gesehen, wie die Videos sind, die sind relativ lang, immer so um eine Stunde. Wenn du die Zeit dafür hast und sagst, hey, das Geld ist es mir wert, dann kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Es ist definitiv keine Abzocke. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen mit diesem kleinen Einblick. Wie gesagt, klick einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung, wenn du zum aktuellen Angebot mal kommen möchtest.
Ansonsten schreib mir deine Frage in die Kommentare und vielen Dank fürs Zuschauen.